Fitter werden und gesünder leben, das sind zwei beliebte Jahresvorsätze, die viele Leute probieren im Januar umzusetzen. Und wir haben hier beim Böttu mit der Serie Neustart die ein bisschen probiert zu beleuchten. Unter anderem haben wir mit einem Lebenscoach geredet, mit einer Suchtberaterin, Ernährungsberaterin und auch mit einer Fitnesstrainerin. Und wir haben auch selber probiert, diesen Jahresvorsätzen nachzugehen. Chantal und ich haben uns die letzten 4 Wochen darum vegan ernährt und auf Alkohol verzichtet. Ja, und zum Abschluss von dieser Serie und vor allem auch zum Abschluss von unserem persönlichen Experiment haben wir uns noch ein exquisites Dreigang-Menü gekocht, vegan natürlich. Als ersten Gang haben wir einen Rüebli-Wirts-Salat gemacht mit natürlich Essig, Öl und feinen Gewürz. Als Hauptgang hat es Ofenherdöpfeli gegeben mit Burger aus einer Grünkernmischung. Zum Dessert hat es ein Panna Cotta aus Mandelmilch gesüßt mit Agavendicksaft und festgekocht mit Agar-Agar, übergossen mit einer Beerenmischung. Für den Salat haben wir den Wirt fein geschnitten und ich habe die Rüebli geraffelt. Währenddem habe ich Söseri zubereitet und spontan mich dazu entschlossen, Baumnüsse dazu zu geben. Und am Schluss haben wir alles in einer Schüssel gut durchgemixt. Nicht vergessen, den Backofen vorheizen. Als nächstes habe ich die Herdöpfel in Schnitzel geschnitten, auf einem Blech ausgelegt, mit Öl übergossen und gewürzt. Und abgeoffen damit. Für die Grünkernburger muss ich als erstes Wasser aufkochen. In der Zwischenzeit haben wir schon mal für die Burger das Gemüse geschnitten, Brötli parat gemacht und ein Söseli gemixt. Übrigens ist das keine normale Mayo, sondern ein Veganese. In der Zwischenzeit kocht das Wasser. Die Grünkernmischung kann man reinleeren. Übrigens, Grünkern ist eigentlich einfach ein Dinkelgemisch. Jetzt muss man das schön kochen. Und nachher empfiehlt sich das Ganze ein bisschen abzukalten, weil, wie man hier vielleicht sieht, ist es noch ein bisschen heiss. Aus dem Gemisch werden nachher so Burger-Patties geformt. Mit denen geht es dann ab in die Bratpfanne, bis sie schön knusprig goldbraun angebrötelt sind. Und dann war alles parat und wir konnten das dreigängige Festessen geniessen. Ja, es war also ein wahres Festessen. Mir hat gar nichts gefällt. Mir also auch nicht. Und auch die ganzen letzten 4 Wochen sind doch erstaunlich gut gegangen mit sich vegan ernähren und kein Alkohol trinken. Bei mir auch. Ich muss sagen, ich habe es mir schwieriger vorgestellt, als es tatsächlich war. Obwohl, das Feierabendbierli habe ich schon ein bisschen vermisst. Ein ausführlicherer Rückblick auf unsere Erfahrungen mit der pflanzlichen Ernährung und ohne Alkohol findet man in der heutigen Ausgabe von Böttu.